Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und zwar geht es um die Europon For You Box Winter Edition. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hierin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Wie der Name Winter Edition schon sagt, ist diese Box tatsächlich jahreszeitlich, genau, kommt die raus. Das ist jetzt quasi die letzte Edition in diesem Jahr. Gut, dieses Jahr geht auch nicht mehr allzu lange. Und es gibt noch eine einzige Verkaufsrunde und die ist am 11.12. um 16 Uhr auf der Europon For You Seite. Das setze ich dir mal unten in die Infobox rein, damit du es auch nicht vergisst oder auch nicht verpasst, wie auch immer. Mach dir am besten irgendwie eine Erinnerung beim Handy auf 3:45 oder so, dass du noch rechtzeitig da entsprechend zuschlagen kannst, denn es gibt zwei Verkaufsrunden. Die eine war am 4.12., da war auch ruckzuck alles ausverkauft, manchmal geht das schneller, als man denkt und mir wurde sie jetzt freundlicherweise zur Verfügung gestellt, damit ich sie dir zeigen kann und damit ich halt auch zeigen kann, was drin ist, ob sich das lohnt und ja, ne? 9,95 kostet dann die Box und sie soll einen Warenwert von ca. 100 Euro haben und das ist eben das, weswegen die Leute auch immer so scharf darauf sind. Ja, und sie ist groß, sie ist schwer. Europon For You ist eine Online-Apotheke und in Apotheken gibt es natürlich auch Beauty. Das heißt, deswegen ist sie auch auf diesem Beauty-Kanal. Wir machen sie mal auf und gucken rein. Deckel entfernt. Also die ist echt riesengroß, ne? Ich würde von der Größe her sagen, keine Ahnung, die ist garantiert auch größer als eine Brigitte-Box oder so. Kommt auch wie so eine klassische Beauty-Box daher mit so einem Seidenpapier und einem Klebi. Und dann hast du zum einen hier so dieses Häppchen oder diesen Flyer, wo drin steht, was drin ist und quasi auch die Werte dazu, genau, das ist immer sehr praktisch. Also ja, wir haben 20 Produkte, oder wie viel sind das? Genau, 20 Produkte sind hier drin. Und hier haben wir den ersten Blick in die Box. Als erstes haben wir ein Heftchen hier drin von der Europon Online-Apotheke selber. Gedächtnistraining, Übung für zu Hause und unterwegs. Das ist gar nicht mal so verkehrt, denn ich finde im heutigen Zeitalter, wir haben alle Nummern im Telefon eingespeichert, wir haben Navi und keine Ahnung, damals musste man alles so im Kopf haben. Ne? Mittlerweile haben wir einfach viel, viel mehr Quellen, wo wir drauf zugreifen können. Und du hast wenig diese Gedächtnisübung. Ne? Also deswegen, ich bin auch echt ein Schussel. Und da bin ich wirklich gespannt. Ich meine, unterwegs im Auto, ich weiß nicht, kannst du im Auto tatsächlich lesen? Bei mir ist es manchmal, kann ich das, manchmal kann ich das nicht. Meistens kann ich es eher nicht, dann wird mir schlecht. Dann sind hier so Tipps und Spielchen und was nicht alle. Ja, finde ich interessant. Werde ich mir auf jeden Fall mal zu Gemüte führen. Das finde ich wirklich interessant. Dann habe ich hier ein Kochbuch von Gu. Mhm. Expresskochen vegetarisch. Mhm, ja, also Expresskochen finde ich per se ganz gut. Vegetarisch muss nicht unbedingt sein. Wobei hier auch einfach, achso, das ist bestimmt Tofu. Ich dachte, das wäre hier Pute oder sowas, ne? Ja, also kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Vegetarisch ist ja auch oftmals einfach ein bisschen gesünder. Ich brauche eigentlich immer, wenn wir irgendwas kochen, etwas, was man halt auch ein, zwei Tage später aufwärmen kann oder was man auch einfrieren kann, damit man da halt auch mehrere Tage was von hat. Weil nur für zwei Personen zu kochen, ist meistens ein bisschen öde. Aber na, was gibt's denn hier? Gemüse-Bohnen-Eintopf. Oh, das ist super jetzt für den Herbst-Winter. Kürbis-Kartoffel-Curry mit Tofu. Okay, ja, Curry mag ich nicht. Kürbis muss auch nicht unbedingt sein. Ne? Also da sind schon ganz interessante Sachen drin. Und die Gu-Kochbücher finde ich auch klasse. Das heißt, es kommt direkt bei uns in die Küche, wo wir in unserem Schrank halt die ganzen Kochbücher haben. Und dann gucken wir jetzt mal in die Box rein mit den richtigen Produkten. Das waren jetzt ja nur so Heftchen. Von Minoral oder Minoral, die mentholfreie Zahncreme zu jedem homöopathischen Arzneimittel und Schüsslersalz. Mhm. Okay, also das ist einfach eine Zahncreme. Ja, okay. Eine Zahncreme. Wir haben ja mittlerweile gelernt, sowohl in Adventskalendern als auch in Beautyboxen sind ständig irgendwelche Zahnpasten drin. 25 Milliliter sind hier enthalten. Jo, ist auch interessant. Ne? Es gibt wirklich Leute, die vertragen ja auch kein Menthol und sowas. Und da ist sowas dann gar nicht so verkehrt. Mineralstoffe und Xylit. Ich weiß nicht, ob die dann irgendwie ganz besonders toll sein soll. Für die ganze Familie von Pflüger. Also in dem Sinne ja für Kinder dann auch wohl geeignet. Jo. Und dann habe ich hier von Leti Ad 4 Atopic Skin Hydrogel Antipikor. Oh mein Gott, das ist eine falsche Sprache. Wo steht das denn auf Deutsch? Da, Anti-Juckreiz Hydrogel. Und das sind 5 Milliliter. Und ja,
Jetzt im Winter hat man tatsächlich auch diese typische Winterhaut, sprich, ich habe gerne mal so, gerne ist gut, ne? Ich habe viele trockene Stellen, gerade hier so, da habe ich so trockene Stellen aktuell, sonst habe ich das gerne auch mal an den Ellenbogen oder an den Knien, an den Schienbeinen, ne? Und das juckt dann halt auch, ne? Und wenn man sowas dann da drauf macht, dann ist es ganz gut, dann wird es das wahrscheinlich mildern. 5 Milliliter waren da drin, habe ich das gesagt? Weiß ich nicht, habe ich jetzt nochmal gesagt. Von Bach. Ach, Bachblüten, oder? Original-Bachblüten, ja. Rescue-Pastillen, Zitrone mit Original-Bachblütenessenzen, Alkohol- und zuckerfrei. Jo, 50 Gramm sind hier enthalten. Das ist so eine Dose. Und da hast du dann halt so Viecher drin. Bonbons zum Lutschen mit Zitronengeschmack, zuckerfreien Süßungsmitteln. Ich weiß jetzt nicht, was genau das machen soll, aber das soll vielleicht einfach nur schmecken. Ich weiß es nicht. Doppelherz, Magnesium Liquid. Magnesium unterstützt die normale Funktion der Muskeln und des Nervensystems. Hier haben wir ein Trinkfläschchen A 25 Milliliter. Magnesium ist nie weg, ne? Hast du hier? Jo. Jo. Man muss halt immer bei so Nahrungsergänzungsmitteln immer darauf achten, ob man halt einen entsprechenden Mangel oder einen Bedarf hat, ne? Also, dass man halt schaut. Tut mir das dann wirklich gut und kann ich mir das dann auch wirklich zu Gemüte führen, ne? Muss man sich halt vorher mal informieren beim Arzt, aber Magnesium, ja, ist glaube ich jetzt nichts, was, na weiß ich jetzt nicht, muss ich gestehen. Aber ich habe da jetzt noch keine schlechten Erfahrungen mitgemacht. Mit Orangen- und Limonengeschmack. So. Und ich glaube, wenn du es, wenn hier irgendwas drin wäre, was du überdosieren könntest, sprich, was du zu exzessiv nehmen könntest und dann eine zu starke Nebenwirkung davon hättest, hätten die das auch nicht in die Box reingepackt. Nur so meine Idee. Aber gut, ne? Oh ja, sowas kann man sehr gut gebrauchen. Hustenstille, ganz natürlich. Auch niedlich, dieses Eichhörnchen von Aspekton. Jo, Kraftpakete, das ist auch so eine Ampulle, so ein Trinkvieh. Ein Hustenstille, ich habe jetzt aktuell keinen Husten. Ja, ich weiß gar nicht, wie viel da drin ist. Das ist hier jetzt einfach so ein Fläschchen. Gratis, jetzt probieren. 5 Milliliter. Eine Geschmacksprobe, ja. Ne? Oder wenn du halt gerade zu Hause bist und voll den Husten reizt, dann kannst du dir das eben reinziehen. Oder wenn du auf der Arbeit bist und ja, wenn du dann halt mehr brauchst, dann gehst du in die Apotheke und holst dir halt das ordentliche Mittel. Aber das kann ich mir ernsthaft vorstellen, dass ich mir das auf die Arbeit stelle für einfach, wenn dann gerade mal akut Bedarf ist. Ne? Sei es bei mir oder halt bei Kollegen. Ich habe ja immer so eine ganze Schublade voll mit Kram bei mir rumstehen und rumliegen. Jeder, der irgendwie Bedarf hat, kann sich gerne immer was von mir dann organisieren. Ja, und das Ganze gibt es hier auch zweimal. Also zweimal 5 Milliliter ist hier enthalten für einen erholsamen Schlaf. Ach so, okay, ja gut. Schlafen sollte man jetzt nicht unbedingt auf der Arbeit. Aber ja, keine Ahnung. Stelle ich mir sonst ins Nachtschränkchen. Was habt ihr noch hier drin? La Roche-Posay Toluene Sensitive Cream. Okay, das hatten wir schon mal, aber ich weiß nicht, ob es die gleiche war. 15 Milliliter sind hier enthalten. Und ja, das ist eine Toluene Cream. Es ist eine beruhigende, schützende Feuchtigkeitspflege, empfindliche Haut, selbst für Babys geeignet, ohne Duftstoffe, ohne Alkohol. Empfindliche Haut, Juckreiz, Kribbeln, Trockenheit, Rötungen. Ja, morgens und abends auf das Gesicht und den Hals auftragen. Also, das ist wirklich so eine Gesichtscreme, die man dann wahrscheinlich im Winter ganz gut benutzen kann, wenn halt trockene Haut da ist, man so ein bisschen die ganze Geschichte beruhigen will. Keine Ahnung, irgendwie so, ne? Okay, und hier haben wir von Aspekto noch ein Nasenspray mit ätherischen Ölen und Dexpanthenol. Reinigt, befeuchtet und pflegt, so Unterstützung bei Schnupfen und verstopfter Nase, 20 Milliliter. Ja, ne, sowas sollte man auch irgendwie immer da haben oder hab ich immer da, sollte man jetzt nicht unbedingt, aber haben wir immer da. Ich hasse es zu schlafen, wenn meine Nase verstopft ist. Ich kriege es nicht hin. Ich kann dann einfach nicht schlafen und dann hilft sowas einfach. Okay, dann haben wir von Physiogel Hypoallergen ein Antirötungsserum für empfindliche, trockene, zu Rötung neigende Haut, klinisch reduziert, klinisch erwiesen Hautrötung. Die Haut fühlt sich sofort beruhigt und ebenmäßig an. Lindert Gesichtsrötung, langanhaltend. Da weiß ich jetzt nicht, welche Rötungen da genau gemeint sind, aber das ist auf jeden Fall enthalten. Und ja, hier auf jeden Fall mit in der Box von Stiefel. ja, 30 Milliliter. Okay. Mit Beipackzettel und hast du nicht gesehen? Auch das hatten wir, glaube ich, schon mal drin. Ich weiß es nicht. Kommt mir so bekannt vor, ne? Verringert sofort Hitzegefühl und erhöht das Wohlbefinden der Haut. Also wirklich, wenn du diese ganze Heizungsluftgeschichte hast, vielleicht auch. Ich weiß es nicht. Irgendwie so. Hui! Ja, praktisch. Hier habe ich von Eurapon For You eine Mini-Taschenlampe drin. Das ist super, wenn ich jetzt mit Sammy spazieren gehe. Aber da sind natürlich keine Batterien drin, okay? Weil
Ich habe immer eine Taschenlampe mit dabei, aber das ist eigentlich so eine Kopflampe. Die habe ich halt in der Hand und das ist viel praktischer, wenn du so eine kleine Lampe hast. Jo, ne? Finde ich klasse. Finde ich süß. Wir sind noch lange nicht fertig. Zirkulin Baldrianperlen mit B-Vitaminen für die Nerven und Psyche für Tag und Nacht. 160 Perlen sind hier enthalten und das finde ich sehr interessant. Baldrianperlen. Für mehr Ausgeglichenheit bei Tag und Nacht. Am Tag belasten vor allem Stress, Hektik und die damit verbundene innere Anspannung unser Wohlbefinden. Baldrian trägt dazu bei, das körperliche und geistige Wohlbefinden wiederherzustellen. Ergänzend trägt eine ausgewogene Versorgung mit Vitamin B1, B6 und B12 zu einer normalen Funktion des Nervensystems und der Psyche bei. Am Abend stimmen Zirkulin, Baldrianperlen auf natürliche Weise auf den Schlaf ein. Okay, also das sollte ich in dem Sinne einfach mal chillen. Sowohl über den Tag als auch in der Nacht. Finde ich gut, ne? Also jetzt gerade zum Jahresende hin wird es bei uns auch ein bisschen stressiger, sowohl im Privaten als auch in der, auf der Arbeit. Im Privaten halt, wenn man so in den Weihnachtsstress kommt. Ne? Man muss so ein bisschen halt auch was vorbereiten und so. Und auf der Arbeit haben wir natürlich auch die Jahresabschlussarbeiten und so. Ja, dann braucht man sowas vielleicht, ne? Also hier ist dann die Verpackung, wie es aussieht. Ist eng gepackt hier drin. Ich weiß jetzt nicht, wie viel man davon nehmen soll. Nehmen Sie dreimal täglich nach Bedarf über den Tag verteilt jeweils eine Perle unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit ein. Die Gesamtmenge 3 Perlen kann stattdessen auch auf einmal circa eine Stunde vor dem Schlafengehen eingenommen werden. Jo, dann chillt man sich halt komplett einmal runter. Ne? Doch, das sind wohl ganz sinnvolle Sachen hier mit dabei. Was haben wir hier? Richtig gut. Systane Benetzungstropfen für die Augen. Oh ja. Complete. Spürbare Linderung trockener Augen. Schützt alle Schichten des Tränenfilms. Das sind 1,5 Milliliter. Und das finde ich klasse, denn jetzt bei der trockenen Heizungsluft hat man doch so oft so trockene Augen. Und das sollte man halt schützen. Beziehungsweise, ja, ne? Ist halt noch komplett zu, aber da sind Augentropfen drin. Brauche ich jetzt nicht raus, sonst sind halt Augentropfen. 1,5 Milliliter, ne? Da kommt man lange mit hin. Und ja, das kann ich mir gut vorstellen. Auch wenn ich sitze ja ziemlich viel vorm PC oder hier mit den ganzen Lichtern und so. Das ist für mich echt eine coole Geschichte. Das ist echt praktisch. Sanus, Toll, Probierpackung, Multivitamine, Ergänzungsmittel. Oh, interessant. Mit den Vitaminen C, A, D und B6 zur Unterstützung der normalen Funktion der Abwehrkräfte. Habe ich damals bekommen, als ich ein kleines Kind war. Oh, ich glaube, um zuzunehmen oder so. 30 Milliliter sind hier drin. Oh, ich habe das damals... Ganz am Anfang, ne, fand ich das cool, dann irgendwann habe ich es gehasst und irgendwann habe ich es wieder geliebt. Okay, ja, hier haben wir so ein Ding, das sind also täglich 10 Milliliter, also quasi, ne, über 3 Tage trinkst du das. Und ja, das ist halt wie so ein Multivitaminsaft in dickflüssig, finde ich richtig geil. Hier haben wir so eine ganz kleine Geschichte drin von Barbix Baby Thymian Bad. Oh, für entspanntes Atmen, 20 Milliliter sind hier enthalten. Und ich glaube, das ist doch mal perfekt als Weihnachtsgeschenk für unseren kleinen Neffen. Der kriegt das doch. Ja, süß. Probiell, das hatte ich doch auch schon mal irgendwo gesehen. Immun mit den Vitaminen A, B6, B12, C, Folsäure, Zink und Selen, die zu einer normalen Funktion des Immunsystems beitragen, plus 2 ausgesuchte Bakterienkulturen von Stada. 30 Kapseln sind hier enthalten. Ja. Werde ich mal testen, ne, so fürs Immunsystem. Und deswegen kann man machen. Aber wie gesagt, Leute, informiert euch vorher bei eurem Arzt, ob ihr irgendwo zu viel von irgendwelchen Vitaminen in eurem Körper habt oder von irgendwelchen, wie heißt das hier, Eisen, Zink und so weiter, ne, von diesen ganzen, ich kann es jetzt gerade nicht über einen Kamm scheren, Metallstoffen, ja. Ne? Weil sonst ist das auch nicht gut für den Körper. Okay, jetzt haben wir hier einen Tee drin, Sidroga Fresh. Das ist quasi, ja, so ein schwarzer Tee, ne? Ja, Kräutertee-Mischung. Nix schwarzer Tee. Kräutertee-Mischung. Kann man jetzt auch ganz gut gebrauchen, wobei ich eher nicht so der Typ Kräutertee bin, weil ich immer das Gefühl habe, krank zu sein, wenn ich das trinke. Aber ich bin garantiert diesen Winter noch irgendwann mal krank. So zum Beispiel heute hätte ich den wahrscheinlich gut trinken können. Ich hatte so ein bisschen, ne, es ist jetzt hier irgendwie 6:30 abends, aber über den Tag mir ging es richtig kacke. Und es ist Wochenende, deswegen ist es alles noch soweit in Ordnung. Und ich, ne, aber ich habe sehr lange auf der Couch verbracht, bis ich jetzt hier sitze. Und ja, da hätte ich wahrscheinlich so einen Tee gut gebrauchen können. Wobei ich Schlaf genommen habe, das hat mir auch sehr gut getan. So, das hatten wir nicht... Nee, Vegan Tollwied, Nahrungsergänzungsmittel, Vitamin D3, K2 und Calcium. Doch, das hatte ich, glaube ich, schon mal, oder?
aktiv, Osteo näherlich nicht. Spezielle Nährstoffkombination zur Unterstützung der Knochenmineralisierung für Frauen ab 50 Jahren. Nee, das hatte ich noch nicht. Und ich glaube, ich bin witzig. Also hier sind 30 Tabletten drin, ne? Ich glaube, ich bin witzig und packe das tatsächlich in das Weihnachtsgeschenkpaket für meine Mama. Oder für meine Stiefmama, ich weiß es nicht. Aber, ne? Es sind ja gute Sachen drin. Die 3 ist gut, K2. Also man sollte, wenn man hier Vitamin D nimmt, auch immer Vitamin K dazu nehmen. Das hatte mir letztens auch noch eine ganz liebe Zuschauerin geschrieben. Vielen, vielen Dank dafür nochmal. Und hier steht es ja auch nochmal drauf. Und Calcium ist halt auch noch gut für die Knochen. Also ich glaube, das packe ich. Mal gucken. Einer von beiden mit in die Weihnachtsbox. Man muss ja auch ein bisschen Spaß im Leben haben, Leute. So, 30 Tabletten sind hier drin. Tantum Natura, Zitrone und Honig, Propolis. Propolis ist super. Vitamin C und Zink unterstützen die normale Funktion des Immunsystems. Das ist ein Nahrungsergänzungsmittel, 15 Pastillen. Ne? Man sollte sich nicht zu viel Vitamin C reinknallen, weil man das ansonsten wieder 1:1 so ausscheidet. Das heißt, du kriegst dann Durchfall davon. Jedenfalls ich krieg das, wenn ich zum Beispiel zu viel Saft trinke oder so. Das merkt mein Körper, das mag der nicht. Auch wenn ich jetzt Vitamin C überdosieren würde, also beziehungsweise zu viel zuführen oder mehr zuführen, als mein Körper eigentlich braucht, er scheidet das halt wieder aus. Das ist normal. Das machen alle Körper. Jo. Und 3 bis 5 Pastillen täglich. Das heißt, innerhalb von 3 Tagen könntest du das Ding schon durchhaben. Das ist natürlich krass. Jo. Ne? So ist das mit alle. Aber ganz schön viele Nahrungsergänzungsmittel jetzt hier mit so drin, ne? Finde ich an sich ganz okay, weil das jetzt auch nicht so wilde Nahrungsergänzungsmittel sind, aber doch ein bisschen viel. Also da hätte ich mich eher über andere Produkte wahrscheinlich mehr gefreut. Oh ja, das hatte ich schon mal. Das ist gut. Freiöl. Deo-Spray reguliert und schützt für alle Hauttypen. Antitranspirant ist das. Das ist ein tolles Deo, was ich gerne mag, was ich auch demnächst in meinem Aufgebraucht-Video zeigen werde. 100 ml sind hier enthalten, also das ist, glaube ich, eine Full-Size-Größe. Und hier ist es tatsächlich in einer Plastikverpackung. Ja, das ist quasi ein Produkt, das habe ich ja schon benutzt. Das ist ohne Eigengeruch. Also das ist halt wie ein, kommt hier wie ein Spray raus. Es ist nicht ein Sprüher, wie von einer, ne? Also das ist wie so ein Spray, halt wie ein Fixing-Spray auch. Hat keinen eigenen Duft so wirklich, halt so ein bisschen frisch, aber das verfliegt auch ruckzuck. Und ja, das finde ich ganz angenehm. Und wenn ich dann halt wirklich verrückt bin und sage, ich möchte unbedingt noch irgendwie ein Body-Spray haben, mache ich das halt drüber. Aber das ist als Deo 1A. Last but not least haben wir hier so ein Riesenvieh drin. Das ist von Nestle Health Science. Optifast. Mahlzeit für eine gewichtskontrollierende Ernährung. Ein Abnehmprodukt. Okay, 6 Riegel, Schokoladengeschmack. Muss ich nicht viel zu sagen, mag ich nicht. Also wenn man halt diese ganzen Abnehmprodukte hat, finde ich immer blöd. Ich würde mir das so einfach reinziehen, weil essen kann man es ja, wenn es dann einigermaßen schmeckt. Im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung trägt der Ersatz von 2 Mahlzeiten durch je ein Optifast-Regel. Was? Zu ihrer Gesichtsabnahme bei, Gewichtsabnahme vor allem. Das heißt, sie soll 2-mal am Tag so einen Riegel essen und dafür jeweils eine Mahlzeit ausfallen lassen. Ich würde ausrasten. Mr. Watt. Auch wenn wir gleich was essen. Ich weiß mal. Wahrscheinlich hat so ein Ding sau viele Kilokalorien, oder? Oder auch nicht, weil es ja eigentlich ein Abnehmprodukt ist, aber ich weiß es nicht. Sieht aus wie ein Schokoriegel. Riecht auch so, aber ein bisschen gesünder, nicht ganz so süß. Oh, ist hart. Am Anfang lecker, am Ende schmeckt es nach nichts. Wenn ich jetzt dafür 2 Mahlzeiten ausfallen lassen müsste, ne? Ich würde kotzen. Ja, das war jetzt die Box. Hat mir tatsächlich bis auf die Regel sehr gut gefallen. Und ich blende hier auch mal den Gesamtwert der ganzen Produkte ein. Soll dann ja so ungefähr 100 Euro sein, ne? Ja, denk an den 11.12. um 16 Uhr. Da gibt es dann die 2. Verkaufsrunde auf europorn.de. Ansonsten würde ich einfach sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!